Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft, dem Battle. Und wie versprochen, wollte ich heute noch ganz schnell, mache ich jetzt einfach mal so, eigentlich ist das total bescheuert, aber ich wollte das mit den Parfüms weiterführen. Ich war in diesem Douglas, in dem besagten, ich habe das letzte Mal nämlich über Parfüms geredet, so, dass ich da jetzt alles neu entdeckt habe für mich. Hab mir Chanel Allure Homme Spoilt gekauft, damit ich einen frischen, herben Sprungduft habe, den man aber auch so, eigentlich täglich fand, finde ich, wenn ich den so rieche, nutzen kann. Und dann habe ich mich beraten, das habe ich gefragt, ob sie Creed-Düfte da haben. Creed ist eine Nischen. Parfümeur? Ich weiß es nicht, wie man das heißt. Der echt gute Exklusivdüfte herstellt. So. Ich war in Mannheim, ne? War ich erst in einem kleinen Douglas, da hatten sie es nicht. Bin ich in den größeren gegangen. Und da hatten sie es. Und ich habe so viel, ich habe davon gehört, das wird als Aphrodisiakum ausgezeichnet. Das Zeug, das ist quasi der Himmel auf Parfümerden. Und habe ich den so gerochen? Creed Aventus war das, weil ich, das war der, worüber ich halt tatsächlich am meisten gelesen habe. Habe ich gerochen? Dachte ich mir. Jetzt nicht so das, was ich gerne hätte. Habe ich gefragt, gibt es noch herbere? Hat er mir drauf gemacht, Millisom Imperial irgendwas, glaube ich. Ja, besser, aber noch nicht das, was ich. Es war nicht so, wie ich dachte, wie so ein Duft, der so beworben wird, ist. Ich dachte, das wäre halt, dass man da umgehauen wird. Weißt du, also so, du riechst den und denkst dir, wow, smells amazing. Weißt du? Aber es kam nicht. Ich dachte mir, ja. Riecht? Da hat er mich zu anderen Exklusivdüften von Armani, die, Armani Cuvée? Heißen die so? Ich glaube, die Armani Cuvée-Reihe ist das. Geführt. Da hatten wir einer, der hat mir wirklich gefallen. Bis er mir den Preis gesagt hat, dass er bei 220 Euro für einen 100 ml Flakon liegt. Klar, Exklusivduft. Habe ich nichts weiter gesagt. Hätte ich genommen. Ist weit über meine Preisklasse gewesen. Ich wollte, also. Aber wenn es ein kleines Flakon gewesen wäre. Das heißt, den 50 ml Flakon für 150 Euro. Sag ich mal. Hätte ich genommen. Da wäre ich sofort mit einverstanden gewesen. Ich pack mir hier mal gerade auch noch eins hin. Das ist ja jetzt nicht so ein Verlust. Andy wurde von Boom erschlagen. Okay. Jetzt geht's ab. 8:16. Okay. Ja, und dann, also, ne, dann war dann halt nicht so, da war, und dann wurde ich zu den normalen geführt, weil ich hätte gerne einen Exklusivduft gehabt, tatsächlich, wäre auch bereit gewesen, Geld auszugeben dafür, so im Bereich, ja, 150 Euro halt, wie ich das erwähnt hatte, ne, aber 200 für einen Duft, der gut ist, klar, aber der nicht Boom macht, ne? Verstehst du? Das wollte ich dann nicht. Und
Ja. Und so kommt... Hat jemand Licht angemacht oder was ist passiert gerade? Was ist denn hier? Hier ist eine Sackgasse. Achso. Nun, eine Sackgasse. Sackgasse auch in meiner Erzählung. Habe ich nichts mehr, was ich darüber über Douglas und Parfüms sagen kann. Ach nein, doch, natürlich. Ich habe mir dann den. Ja. Also Versace Eros habe ich mir gekauft. Den fand ich auf Anhieb gut. Das war so. Hat mich an so ein Paco Rabanne 1 Million in gut erinnert. Das war so. Ja doch. Fangen wir ja erstmal mit einer Eisenrüstung an, weil ich nicht glaube, dass ich in der Kürze der Zeit, eine andere Ausstattung kriege. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich kenne das Lied. Ich kenne das Lied. Dort. Ich schmeiße hier erstmal gerade kurz den ganzen Schmuck raus. Nee. Erde könnte ich vielleicht noch erstmal gebrauchen. Eisen. Ein Eisenschwert habe ich. Jetzt wollte ich sagen, welchen Duft ich gekauft habe, Mensch. Ich gehe mal kurz gucken, wie der heißt. Versace Eros und von der von Eisenberg. Von Eisenberg, das ist die eine Exklusivmarke für Douglas. Da ich wollte mal gerade was ausprobieren. Habe ich jetzt echt ach komm schon. Naja, egal. Habe ich den Job, kann das sein, der Job Duft oder nee, der Rosé. Genau, und der hat mir gefallen. Oh, schöner, gourmandiger Duft. Mit einer mir wirklich angenehmen Silage und vor allem einer richtig geilen Entwicklung. Du hast die Kopfnote, die pur süß ist. Die wirklich sehr an... Muss ich... Das ist das Einzige, was ich nicht so gut fand. Die mich ein bisschen an Le Mal, Jean-Paul Gaultier Le Mal erinnert hat. Kennt jeder das Parfüm? Und irgendwo ist jetzt irgendwo hier ist ich brauche eigentlich keine Kohle mehr. Eigentlich nicht. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Da können wir ja glatt mal. Mensch, was ist denn das für ein Lied? Das ist ja richtig scheiße. Ich weiß.
weiß nicht, worüber ich reden wollte. Hä? Hä? Ach, hier bin ich! Ach, genau. Ah. Er lebt denn noch? Goom? Der wird gewinnen? Finde ich aber tatsächlich nicht so schlimm, wenn ich gegen Goom verliere. Das ist Echse, ja. Und bei Kevin, wo ist denn der ist? Das kann ja ein guter Spieler, er kann ein schlechter Spieler. Goom weiß, er ist ein guter Spieler. Ach Gottes Willen, ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Ja, so ist das nun mal, ne? Das war es auch mit meinen Düften tatsächlich, was ich darüber sagen wollte. Kann ja jetzt andere Gesprächsthemen ansprechen. Wobei ich gerade keine weiß. Interessiert es euch? Ist nur eine Frage. Interessiert es euch, welche Apfelsorte ihr isst? Esst? Ich weiß gerade echt nicht, was die grammatisch richtige Form ist. Weil ich... Wir hätten so ein lustiges Gespräch, falls ihr die erste Folge geguckt habt. Falls es da so vorkam, weiß ich gerade gar nicht. Wo es über... Wie nennt man das nochmal? Es ging über... Gottes Willen, ich muss mir... Ich glaube, ich muss Alzheimer-Tabletten nehmen. Gibt's sowas? Ich habe keine Ahnung. Da ging's über Äpfel. Genau. Und... Hä? So, und wir haben halt darüber... Ich war halt der Meinung, manche Leute wollen halt... Ich muss jetzt nur bei 7 sein, ne? Im anderen mache ich es vorher rein. Ja. Ist eigentlich relativ egal, was für eine Apfelsorte ist. Einfach ein Apfel. Aber ich denke mir so... Ich weiß nicht. Nee. Ich will doch wissen. Also es ist so... Keine Ahnung, wenn ich einen Kuchen esse, sage ich ja auch nicht. Ja, ist ein Kuchen, ne? Ja. Interessiert mich auch, ob es jetzt ein Erdbeerkuchen ist oder ein Apfelkuchen oder Butterkuchen. Oh, ich Butterkuchen liebe. Oh, ich liebe das mit diesen Mandeln da drauf. Es gibt, glaube ich, nichts. Ja, es gibt kaum was Besseres als so. Also so an Blechkuchen, sag ich mal. So an Blechkuchen gibt es kaum was Besseres als Butterkuchen. Pflaumenkuchen sind auch geil. Ja. Das ist wahr. Aber... Die anderen Sachen... Nee. So ein richtig schön Butterkuchen. Mm. Da kannst du mich echt mit... kannst du mich mit kriegen. Also wenn die mir gleich sagen... Ja, wir haben Butterkuchen für dich. Dann laufe ich da hin. Dann laufe ich dahin. So. Sieht es cool, finde ich. Gefällt mir. Was ist das für ein Spiel?
Chronology. Habe ich noch nie gespielt. Weiß ich, habe ich bei GOG? Puh, ja. Ist bestimmt ein gutes Spiel. Folge ist zu Ende. Also tschüss, bis zur nächsten Folge.